ist Feuerholz holen gegangen. Ist draußen kalt und wir laufen immer mit einem T-Shirt rum. 4 Medipacks haben wir und das ist gut. Amanda, wenn dieser Typ vom Bahnhof wiederkommt, gib ihm kein Feuerholz. Wir haben selbst fast keins mehr. Kommen immer neue dazu. Dieser Idiot denkt, er könnte sich einfach an meine Heizrohre anschließen. Viel Glück dabei. Bin beim Kampf, komme spät zurück. Ich habe den Schlüssel. Kauf bitte Bier für heute Abend. Ich habe die Kamera abgedeckt. Warum gibt es überhaupt eine Kamera im Schlafzimmer und wem gehört dieser Ort? Irgendein Perverser? Ich weiß nicht, aber die Miete ist günstig. Stillgestanden. Gibst du mir mein Wort? Gut. So. Holy shit. Das wird ja immer schlimmer. Die Antwort auf meine Untersuchung war so einfach, dass ich immer noch nicht glauben kann, dass ich sie gefunden habe. Sie überqueren die Seiten. Genial, wie könnten sie sonst eine solche Entfernung zurücklegen und hierher kommen? Kommunikationsbericht, Ungen, zusätzliche Beweismittel. Thank you.
Zutritt verboten. Wenn du, Fiesling, nicht in der dritten Runde liegen bleibst, werde ich noch höchstwahrscheinlich in die rote Gruppe stoßen. Das ist deine letzte Chance. Die, also die treffen einen immer. Die Großen.
Fast. Also, der Idiot wollte in der dritten Runde nicht liegen bleiben, beseitige ihn, pack deine Klamotten in eine Kiste, wie immer. Wenn du etwas Wertvolles in den Taschen findest, Schlüssel oder Geld, lass es dort, ich schaue es mir dann an. Also ich hätte doch dann. Das wäre hier vorne. Vier, drei, neun, acht. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.